Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast. Inspiration für ein Leben ohne Alkohol. Ich bin Christiane und dein Gastgeber in der heutigen Episode. Ich bin ausgebildeter des Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Mit meinem Love Sober Podcast möchte ich auch allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol sein kann. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Und es wird Episoden in Deutsch, Englisch und Spanisch geben. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin morgens aufgewacht und habe mir gesagt, also heute Abend, da lässt du den Alkohol weg, da trinkst du auf gar keinen Fall. Dann habe ich teilweise die Reste vom Abend vorher noch weggeschüttet, habe die Weinflaschen verbannt, habe, wenn ich Vorrat gekauft habe, wurde der weggeschüttet und so weiter. Und bin mit festem Vorsatz zur Arbeit, bin auf dem Weg von der Arbeit nach Hause am Supermarkt vorbei, bin in den Supermarkt rein, habe teilweise wirklich fast weinend den Wein dann mir geholt und das Bier, bin nach Hause gegangen und habe das aufgemacht und dann getrunken. Ne? Hallo, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Bevor wir jetzt schon alles vorweggenommen haben, Janina und ich, fangen wir dann mal an, haben wir gesagt, mit der heutigen Podcast-Folge. Und ich freue mich ganz besonders. Sie ist noch sehr jung, erst 32, wohnt hier auch in der Nähe von Frankfurt, ist eine stolze Hundemama und sie hat auch im Juni 2020 dem Alkohol Tschüss gesagt. Und auf ihre Geschichte bin ich super gespannt. Ich freue mich auf Janina. Hallo Janina. Hallo Chris, ich freue mich ganz arg, heute das Gespräch mit dir führen zu dürfen. Und wir haben uns ja jetzt im Vorfeld auch schon gut unterhalten. Ich glaube, das wird jetzt auch genauso weitergehen. Da freue ich mich. Ich mich auch. Ja, wieso der Juni? Wieso 2020? Was war da los? Oder was war vorher bei dir? Fang einfach mal, ja, ganz weit hinten an. Ich fange mal ganz am Anfang an. Ich habe angefangen, wahrscheinlich wie die meisten von uns, so mit 15, 16 Alkohol zu trinken. Das war so ein bisschen so die Zeit, in der wir angefangen haben, mal abends auf Konzerte zu gehen. Es war auch so ein bisschen die Zeit, in der ich so in die Punk-Szene, also ich will nicht abgerutscht war es nicht, ich war ein stolzer Punk. Ich war ganz stolz jedes Wochenende auf ein Konzert und da war eben auch viel Alkohol mit dabei. Da habe ich auch angefangen zu rauchen und das war so ein bisschen... Ja, das war Rebellion für uns, ne? Das war so Rebellion gegen die Gesellschaft. Heute bin ich ein bisschen schlauer. Also ich glaube, in unserer Gesellschaft Alkohol zu trinken, ist wirklich keine Rebellion. Da ist es eher Rebellion, das nicht zu machen. Wenn man so guckt, wie sehr der Alkohol in unserer Gesellschaft verankert ist, ne? Hundertprozentig, ja. Aber ja, so habe ich angefangen. Also das war jetzt auch, da habe ich nicht mehr oder weniger getrunken als meine Freunde auch und habe mir da auch überhaupt gar keine Gedanken über meinen Konsum gemacht. Also weder über das Rauchen noch über das Trinken sowieso. Und so bin ich dann in der Unizeit nach Würzburg gezogen, was ja eine große Weinhochburg ist. Okay. Und in der Gegend... Da habe ich auch angefangen, wirklich viel Wein zu trinken und gerne Wein zu trinken. Und während der Uni-Zeit, ich sag mal so, da findet man eigentlich jeden Tag irgendeinen Anlass, eine Feier, ein Treffen mit Freunden, um auch zu trinken. Und so ein bisschen so, wo es dann so ein bisschen von dem Spaß in, es ist nicht mehr ganz so viel Spaß, sondern wieder mehr Management, wie viel man trinkt oder nicht, wie es da abgerutscht ist, das war so dann während meinem Masterstudium. Da hatte ich viel Stress. Da haben wir, da hat sich dann auch nach und nach gezeigt, was einfach passiert, wenn man viel trinkt. Ne? Man rutscht halt in eine Abhängigkeit rein, ohne das zu merken. Und da habe ich schon so langsam gemerkt, also mal einen Abend darauf zu verzichten, zu trinken, das fällt mir schon langsam schwer. Ne? Und ich habe mir dann meine Anlässe gesucht. Ich habe
ganz viel mit meiner Mitbewohnerin abends dann getrunken. Nur irgendwann hat die aufgehört zu trinken und dann habe ich aber nicht aufgehört, sondern habe dann alleine abends meinen Wein aufgemacht. Und Okay. da fing das schon so an. Also das ist jetzt noch viele Jahre, bevor ich aufgehört habe zu Ja, trinken. aber du hast das da schon so ein bisschen gemerkt, dass du immer noch was trinken wolltest und deine Mitbewohnerin hat aufgehört. Die hatte von einem Tag auf den anderen aufgehört. Ich habe Weißt du leider keinen warum? Kontakt mehr mit ihr, deswegen kann ich sie dann nicht fragen. Die hatte zu dem Zeitpunkt auch mit Depressionen zu kämpfen und ja, vielleicht war das ihre Entscheidung, die sie nie ausgesprochen hat, dann darauf zu verzichten. Ne? Okay, hat sie dir auch nie gesagt, also weißt Nee, ich du. weiß, also jetzt im Nachhinein, ich kann leider keinen Kontakt mehr herstellen, aber es würde mich sehr interessieren, was da bei ihr die Beweggründe waren. Aber ja, ich habe schon ziemlich früh gemerkt, dass mein Alkoholkonsum, dass das mehr eine Selbstmedikation ist, als dass es noch so aus Spaß ist. Ich habe auch dann schon früh angefangen, mich so ein bisschen zurückzuziehen. Und dann, wenn ich jetzt auf Feiern war oder wenn ich was essen war mit Freunden, dann da mich wirklich gezwungen habe, langsam zu trinken und gezwungen habe, nur ein oder zwei Gläser zu trinken. Und dann bin ich nach Hause und habe da die Weinflasche aufgemacht. Ja, Das ich war kenne dann, das. ja, das war dann also so die letzten, ja, ein, zwei Jahre von meinem Studium fing das schon so an und wurde natürlich dann auch immer extremer. Und ja, danach bin ich hier nach Frankfurt gezogen, für die Arbeit. Und da war das dann wirklich schon so an dem Punkt, an dem ich eigentlich fast gar nicht mehr mit anderen Leuten getrunken habe. Also da habe ich mir abends immer so meine eigenen Anlässe in Anführungszeichen gesucht, um mein Trinken jetzt zu rechtfertigen. Da habe ich ganz viel mit Freunden telefoniert oder mit meinen Eltern telefoniert und habe da eben den Wein aufgemacht und getrunken, weil wenn man dann in Gesellschaft ist, auch wenn es nur am Telefon ist, dann kann man ja ein Gläschen trinken oder zwei oder drei, ne? Klar. Und das ging dann teilweise wirklich sogar so weit, dass ich dann wirklich auch, wenn ich irgendjemanden nicht erreicht habe, so lange abtelefoniert habe, bis ich dann sozusagen einen Trinkkumpan erreicht habe. Also das ist auch total absurd, ne? Ja, trotz allem hat es da dann nochmal so 2 Jahre gedauert, bis ich dann das wirklich geschafft habe, jetzt Schluss zu machen, ne? Also dein Getränk deiner Wahl war der Wein Der auch, Wein oder? auf jeden Fall. Ich habe auch Bier getrunken, Oh, aber ich hatte dann auch zu einem Zeitpunkt dann auch meine Menge an Alkohol, die ich mir jeden Abend gekauft habe. Oder Ja, so das jeden. hätte ich jetzt gefragt. Bist du jemand, der jeden Tag gekauft hat, wie meine Freundin Silke, oder eher so wie ich, kistenweise? Also ich hatte ja schon locker 2, 3 Jahre, bevor ich aufgehört habe, wollte ich ja schon aufhören eigentlich. Also ich war so zwiegespalten, ne? Also ich bin morgens aufgewacht und habe mir gesagt, also heute Abend, da lässt du den Alkohol weg, da trinkst du auf gar keinen Fall. Dann habe ich teilweise die Reste vom Abend vorher noch weggeschüttet, hab die Weinflaschen verbannt, wenn ich Vorrat gekauft habe, wurde der weggeschüttet und so weiter. Und bin mit festem Vorsatz zur Arbeit, bin auf dem Weg von der Arbeit nach Hause am Supermarkt vorbei, bin in den Supermarkt rein, habe teilweise wirklich fast weinend den Wein dann mir geholt und das Bier, bin nach Hause gegangen und habe das aufgemacht und dann getrunken. Ne? Ja. Und so ging das bei mir sicherlich die letzten ein, 2 Jahre war das wirklich so dieser Kampf zwischen so, ja, morgen ich und Abend ich, ne? Genau, Unterbewusstsein, Bewusstsein, ne? Ja, und so ein richtiger Zwiespalt, in dem ich war. Also das, und ich habe das wirklich auch wie in einem Doppelleben versteckt vor allem, ne? Also ich habe mit niemandem mehr getrunken. Wenn ich Besuch hatte, habe ich gewartet, bis der Besuch Echt? schlafen gegangen ist und habe dann erst Okay. getrunken. Also zum Schluss dann, ne? Wenn jetzt das eine besondere Feier war, bei der es klar war, es trinken alle viel, Ach so, dann war das dann okay, konnte aber ich wenn schon du noch ab trinken. ja, mh. Aber ich habe, also es hat mich nie jemand so wirklich kritisch auf meinen Konsum angesprochen. Ich hatte aber schon ab und zu mal so diese ein, zwei, ui, du hast aber einen ganz schönen Zug drauf, Momente. Und da hatte ich dann so Angst davor, dass es irgendjemand rausbekommen könnte. Ich wollte zwar aufhören, aber ich hatte trotzdem so eine Riesenangst davor, dass jemand rausbekommen könnte, dass ich das echt mit allen Mitteln versteckt habe. Also dann auch wirklich inklusive alle Weinflaschen schnell wegbringen zum Flaschenmüll, bevor der Besuch kommt und so weiter und so weiter. Ne? Ja. Wahnsinn, also was man da alles macht, ne?
Es ist, ja, es ist, also im Nachhinein ist es total absurd, auch warum man das so lange mitgemacht hat. Wieso habe ich das denn? Also für mich war das die schrecklichste Vorstellung. Also ich hatte zwei schreckliche Vorstellungen. Die eine war, dass ich Alkoholikerin bin und mich so bezeichnen muss, weil also ich bin 32, ich Alkoholiker, da bin ich in Frankfurt am Bahnhof vorbeigelaufen, ne? Das war so, das war mein Bild. Also ich finde auch immer noch, dass das ein ganz schwieriges Bild ist, was da gemalt wird und eigentlich nur rechtfertigt, dass alle weiter trinken können. Genau. Also dass du Also sagst das, ne? Also ja. das war ein gro dieses Bild war ein großer Grund dafür, dass ich so spät aufgehört habe zu trinken. Deswegen stehe ich dem sehr kritisch gegenüber. Es stört mich jetzt nicht mehr, wenn man mich so bezeichnet. Es ist mir egal, ja. Aber da stehe ich jetzt drüber sozusagen. Aber ich finde, dieses Bild ist nicht hilfreich. Also Ja, es zumindest stört für mich mich, nicht. ja, Ja. es stört mich, ja, jein, ne? So, aber wenn mich jemand so bezeichnet, dann weiß ich, was er meint. Der Genau. meint damit, dass ich mehr, vielleicht ein größeres Problem hatte als er, als die Person, ne? Und ich sage auch immer eher, ja, ich hatte ein Problem mit Alkohol, jetzt habe ich keins mehr, ne? Ich bin nicht Raucher und ich bin nicht Trinker und ja, ich bin die Droge jetzt los. Ja, also so dieses Alkoholikerwort, das war so das erste Problem. Ja. Und das zweite Problem war, ich konnte mir ein Leben ohne Alkohol nicht vorstellen. Ich hatte da richtig Angst davor. Ich habe gedacht, ich schaffe da mein Leben nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon, also auch natürlich wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber es war natürlich auch durch den Alkohol ausgelöst, sehr Angstzustände und auch sehr depressive Phasen. Ich war halt in so einem Zwiespalt mit mir selber gefangen und das war psychisch für mich ganz, ganz arg anstrengend. Also das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch schöne Zeiten und Spaß hatte in der Zeit, dass ich, das waren auch zwei. Na, aber es war halt so sehr zwiegespalten. Ich war in mir selber sehr, sehr uneinig, sehr uneins. Aber hast du nicht gedacht, dass auch viele Sachen durch den Alkohol erst überhaupt Ich, passiert sind? Oder die Verbindung habe ich gar nicht ja. gemacht. Ja. Das Aber ist, warum auch? Ne? Das warum ist ja, auch? ja, Ich habe das war mich auch nicht die nicht mit, einzige. also ich habe, obwohl ich so lange irgendwie so einen Zwiespalt mit dem Alkohol hatte und so ein zwiegespaltenes Verhältnis, habe ich auch erst dann, kurz bevor ich aufgehört habe, überhaupt mal geguckt, was macht eigentlich Alkohol mit einem oder geguckt, was gibt es denn eigentlich für andere Leute, denen es vielleicht genauso geht oder so. Da bin ich davor überhaupt nicht drauf gekommen. Aber da kommt doch niemand drauf, Das ist ja? der, ja, aber, ne, also es ist so, es ist ja eigentlich, wenn man dann mal sucht, Nein, das wird irgendwann, auch man nur eine ignoriert Google-Suche das. Ja. entfernt, Ja, ja. aber man ignoriert das. Ich glaube, man möchte das gar nicht wissen. Man Ja, wirklich, man genau. denkt das und denkt, es trinken so viele. Ich habe ja auch in Spanien gelebt. Das ist unvorstellbar. Da wird nur, auch nur Wein getrunken. Wein und Bier. Ja. Rund um die Uhr. Ja, das fällt einem dann erstmal so richtig auf, wenn man dann tatsächlich aufgehört hatte, wo das auch überall ist. Und ja, man kommt ja eigentlich gar nicht drum herum. So, ne? Und da hatte ich Angst davor. Also ich hatte auch Angst davor, dass ich dann ein sehr einsames Leben führe, wenn ich dann nicht mehr trinken kann. Was natürlich total absurd ist, weil ich mich durch mein Trinken die letzten Jahre ja schon komplett isoliert habe von allen. Weil ich immer schon früher nach Hause bin, damit ich dann trinken kann, nur noch alleine getrunken habe und so weiter. Also diese ganze Isolation, die ist ja alles schon davor, hat ja davor schon stattgefunden. Aber nein, ich hatte Angst, wenn ich keinen Alkohol mehr trinke, dann bin ich Aussätzige und nicht mehr Teil der Gesellschaft. Wahnsinn, Das ist Wahnsinn. wirklich Aber dann. was ich auch verwunderlich finde, ich meine, du bist ja wirklich jung, Ja. dass es bei dir jetzt, kann ich ja so sagen, schon sehr, sehr schnell steil ging bergab, ne? Ja. Ne? Also das, ich habe auch mit 23, ich habe mit 23 zwar erst angefangen, aber das war dann wirklich so sehr, sehr schleichend, ich würde sagen bis 50. Da war dann der Punkt, wo ich sagte, jetzt wird es ein bisschen zu viel. Also es war vorher auch viel, aber Ja. Ich glaube, das war bei mir, wurde das auch ein bisschen begünstigt durch meine schwierige Zeit, die ich im Master hatte, also den vielen Druck und Stress, den ich da auch wirklich hatte, also mir selber gemacht habe. Ja. Ich habe Gott sei Dank da von der Familie oder sowas überhaupt keinen Stress bekommen, aber ich hatte Stress damit, irgendwie mein Studium hinzubekommen und dann danach sich zu überlegen, was will man eigentlich machen. Und wenn man studiert, also ich habe Sinologie studiert, danach hat man keine Berufsausbildung, danach ist so alles offen, ne? Und
diese Ungewissheit, die hat dann auch noch mit dazu geführt. Im Nachhinein jetzt kann ich auch sagen, ich hatte eine undiagnostizierte ADHS, die mir aber jetzt erst, also seit als ich nüchtern war, habe ich erst die Diagnose bekommen. Und da neigt man auch unter anderem auch zu Suchterkrankungen, weil der Dopaminhaushalt im Gehirn nicht stimmt und na, Alkohol hilft uns da ja sehr. Also Da man werde ich dich versucht. vielleicht nochmal ansprechen, weil meine Tochter hat da auch, die hat das jetzt auch erst, also es ist auch erst diagnostiziert worden mit 22. Ja, das ist Ja. bei Frauen sehr, sehr, also wird oft nicht bei den Kindern direkt gemerkt. Ja, ja und das war, also die Diagnose, die kam dann so ein halbes Jahr, naja, so ein Dreivierteljahr, Jahr, nachdem ich aufgehört habe zu trinken. Aber auch, weil ich da überhaupt erstmal gemerkt habe, was bleibt denn eigentlich von meinen ganzen Symptomen überhaupt noch übrig, ne? Weil ganz viel auch wirklich durch das Weglassen vom Alkohol, Gott sei Dank, auch sehr viel besser geworden ist, ne? Ja, toll. Aber ja, also ich denke, das wird auch mit so einem Teil dazu mit reingespielt haben. Ich habe einen Magenbypass, da kann es auch sein. Also da Ah, okay. kommt der Alkohol auch schneller ins Blut und dadurch natürlich auch ist die Wirkung schneller und das da, zumindest was ich nachgelesen habe, kann es auch dazu führen, dass man da eben schneller abhängig wird. Letztlich war es wahrscheinlich eine Kombination aus allem, wie immer, ne? Genau. Aber das ging dann die letzten Jahre schon dann relativ schnell. Und mir war auch wirklich relativ schnell klar, also das ist schon problematisch, wie ich trinke. Aber so ganz Abschied nehmen hat irgendwie nicht geklappt. Ja. Ja, das kennt man ja. Und wann hast du dann die Entscheidung getroffen? Also wie war das dann, dass du gesagt hast, so, jetzt muss was passieren, weil war das vielleicht der Anfang, der erste Lockdown oder? Also so dieses, es muss was passieren, das hatte ich, wie gesagt, schon wirklich so ein, zwei Jahre. Und ich habe dann auch jetzt versucht, auch im Nachhinein nochmal festzustellen, aber was war denn dann jetzt der Punkt, der dann dazu geführt hat? Mann, Genau. also man versucht sich dann zurückzuerinnern. Vielleicht der Also Hund, der neue Hund. ja, der Hund kam im Dezember, also Dezember 2019, und aufgehört habe ich im Juni. Also der war sicherlich mit ein Grund dafür. Aha. Und den habe ich mir schon ganz lange gewünscht und insgeheim hatte ich auch gehofft, ja, wenn dann der Hund einzieht, dann schaffst du den Absprung. Also das ist dann, da musst du dich um den Hund kümmern und für den machst du das dann. Naja, es ist schon hilfreich, sowas für andere zu machen, aber das reicht, also hat bei mir nicht ausgereicht, ne? Ja. Aber das war sicherlich mit ein Grund und da habe ich auch die ersten Monate mit ihm waren auch sehr anstrengend, weil er sehr, sehr ängstlich und unsicher war. Und das hat sicherlich auch, war auch im Hinterkopf auf jeden Fall, dass ich aufhören muss, weil sonst kann ich ihm kein gutes Frauchen sein, so, Hat er ne? das so gespürt? Der hat das so Der hat, gespürt? der, ja, also ich denke schon, dass er das gefühlt hat. Der ist sehr, sehr sensibel, der merkt auch jetzt meine Stimmungsschwankungen sehr und ich bin nicht so gut im Emotionen regulieren, was auch mit zu der ADHS zählt. Ja, es geht. Und das merke ich schon sehr, dass sich meine Emotionen, also meine Nervosität oder egal was, schon auswirkt auf ihn. Und ich denke, das wird, während ich noch Alkohol getrunken habe, wird das noch mehr gewesen sein. Ja. Letztlich glaube ich, was dann der ausschlaggebende Punkt war, dass ich an dem, gerade am 16. Juni, nicht zur Flasche gegriffen habe, war, ich habe an dem Tag dann doch mal gegoogelt. Was war das für ein Tag, Wochentag? Ich weiß es gar nicht mehr. Das müsste ich nachschauen. Also es war, glaube ich, Egal. das war unter der Woche. Das war unter der Woche. Okay. Ich habe irgendwie abends gegoogelt und bin auf das Buch gestoßen von Catherine Gray, vom unerwarteten Vergnügen nüchtern zu sein. Ja, Ne? kenne ich auch. Und ich habe da, glaube ich, also ich habe das Buch an dem Tag nur bestellt. Ich habe es nicht mal gelesen. Ich habe das Buch an dem Tag bestellt und das hat wohl irgendwie schon gereicht, so die Hoffnung, dass es da jemand anders gibt, deren Geschichte sich genauso liest wie meine. Das hat schon gereicht, diese Hoffnung, dass ich zumindest den ersten Tag mal nicht getrunken habe. Und dann kam das Buch auch ziemlich schnell an. Und dann habe ich die Abende anstatt mit dem Alkohol und den Zigaretten mit dem Buch verbracht. Und dann Ja. mit dem nächsten Podcast und dann mit dem nächsten Buch. Und ich habe wirklich die ersten 2, 3 Wochen ganz, ganz, ganz arg viel da gelesen. Das war so das eine, was mir wirklich sehr geholfen hat. Und zu dem Zeitpunkt wusste das aber auch dann, also so, ich glaube, nach 2, 3 Wochen habe ich das der ersten Person erzählt, aber so die ersten paar Wochen habe ich das alleine mit mir ausgemacht.
Da war das Buch der eine Punkt oder generell so ein bisschen die Infos zu Alkohol. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist, ich habe bei, ich glaube, die App heißt I Am Sober. Aber die App an sich, das wäre nicht so das Wichtige gewesen. Da gibt es ein anonymes Forum bei der App. Damals war das nur auf Englisch. Ah Ich habe ja. das erste Mal geschrieben am ersten Tag so, Leute, ich habe ein Problem mit Alkohol. Und das war das erste Mal, dass ich sowas überhaupt, auch nur anonym, aber überhaupt mal aufgeschrieben habe, ne? Mal berichtet habe. Und da jetzt im Nachhinein habe ich auch jetzt in der App, kann ich das immer noch so ein bisschen nachlesen, da habe ich jeden Tag wirklich, also die Ängste, die ich gerade die ersten Tage noch hatte und die Schwierigkeiten, da habe ich alles aufgeschrieben. Super, ja. Das war dann letztlich auch der Grund dafür, dass ich dann irgendwann auch angefangen habe, so im Blog ein bisschen zu schreiben, Schön. von meinen Erfahrungen oder so von den Erkenntnissen, die ich hatte. Aber in der App habe ich ganz viel geschrieben und habe dann auch nach ein paar Wochen schon meine Liste machen können mit den ganzen Sachen, die alle ganz teuer gewesen sind, nachdem ich aufgehört Ja, habe. ja. Ja. Hast du das auch so gespürt, körperlich natürlich? Und Total. Also ja, ich muss sagen, wirklich die erste Woche oder so die ersten anderthalb Wochen, das war schon hart. Also da war ich abends oft noch sehr verzweifelt. Aber ich denke so nach einer Woche ungefähr, man sagt ja auch immer so nach einer Woche bis 10 Tagen, dass dann so mhm. mal das Gröbste rum ist. Und das habe ich mir so im Prinzip eigentlich auch jeden Tag gesagt. Ich habe mir gesagt, so, du bist jetzt gerade verzweifelt, das ist der Alkohol, den dein Gehirn möchte. Das ist eine ganz normale Reaktion von deinem Gehirn, dass du jetzt gerade weinend hier sitzt und du nur an Alkohol denken kannst. Und das hat mir total geholfen, mir einfach sagen zu können, das ist normal, das ist, weil du abhängig bist, das hat nichts, also das hängt ganz, ganz fest damit zusammen. Und das hat mir geholfen, in dem Moment dann nicht nochmal zum Laden zu gehen und die Flasche zu holen. Ja, es war bei mir genauso. Es war bei mir, die 10 Tage waren jetzt nicht so hart. Ich habe sie nicht mehr so in Erinnerung, aber ich habe auch einfach gesagt, da musst du jetzt durch. Du musst jetzt diese 10 Tage erstmal überstehen und dann wird es besser. Und wurde auch besser, ne? Ja, wurde auch besser. Ja, ich hatte, wie gesagt, war von Anfang an, ich fand es fast schon zu leicht, aber ich habe auch extrem viel gelesen, genauso wie du. Ein Buch nach dem anderen. Ich habe bei Amazon, Entschuldigung, bestellt. Ich habe Das ganz gibt es viele natürlich auch bei Themen. anderen Läden. Ja, bei anderen, ich habe ganz viel bestellt und Podcast, ne? Dann habe ich jetzt also Podcast zu dem Thema, aber auch diese True Crime habe ich gehört. Oh Um ja. mein Gehirn dann auch wieder mal ein bisschen abzulenken. Ich habe sonst immer auf dem Balkon gelegen und es war ja im Sommer, also sonst war immer Balkon, Sekt und Musik. Und jetzt gab es halt Wasser oder Cola Zero, glaube ich, hatte ich da in dem Sommer und dann True Crime oder aber Hörbücher zu dem Thema, ne? Und das war echt, das hat mir so gut getan. Ja, das hat mir auch sehr geholfen. Ich habe dann auch geguckt, dass ich als Entschädigung für die Wochen davor dann auch immer lange Spaziergänge mit dem Hund Ja. gemacht habe. Das tut auch. Elvin hat sich gefreut. Elvin hat sich gefreut und hat mir auch gut getan und tut mir auch immer noch gut. Das ist Ja. wirklich, wirklich sehr schön. Und ich habe versucht, eigentlich ziemlich schnell, ja, jeden Abend alles anders zu machen, als ich es vorher gemacht habe. Ich habe die ersten paar Wochen niemanden abends angerufen, weil ich Angst hatte, dass mich das triggert. Ich bin Super. abends nicht einkaufen gegangen, weil ich wusste, da muss ich am Weinregal vorbei. Also ich habe dann wieder angefangen, Fernsehen zu schauen, was ich lange nicht gemacht habe, weil ich war ja immer am Trinken, ne? Oder habe Bücher gelesen. Ich hab einfach versucht, meine Trigger mir aufzuschreiben und alles anders. Das ist genau das Gegenteil von Aber du allem. hast alles richtig gemacht. Ich arbeite da jetzt gerade mit einer ganz, ganz lieben Kundin aus Bayern zusammen, ne? Ich habe ihr auch wirklich versucht zu erklären, mach alles anders. Mach erstmal die ersten 3 Monate alles anders. Wenn du auf die Couch gehst mit dem Bier, dann gehst du nicht auf die Couch. Ne? Dann gehst du ins Bett mit einer Kerze und mit dem Kaba. Also ich Ja, habe das genau, ja, auch das. gemacht. Ja. Ja, das war auch, also ich glaube, anders hätte ich es auch nicht geschafft. Also wenn ich die ersten paar Wochen irgendwann mal abends einkaufen gegangen wäre, also wenn ich dann keine Eier hatte für mein Essen, dann hatte ich keine Eier. Also die wurden dann abends nicht mehr eingekauft. Super, super, aber ja, Und nur so ja, geht es. Nur, also genau. das ist meine Meinung auch, nur so geht es. Bei mir war der Trigger nicht das Sofa und bei mir war das der Schreibtisch. Also bei mir war immer Schreibtisch, Computer und Wein. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe Netflix, gucke normalerweise kein Fernsehen. Ich hatte aber da Netflix und habe mir dann gezielt einen Film rausgesucht, weil Sofa war für mich kein Thema. Sofa
Da saß ich nie mit Wein. Also bin ich auf Sofa und Netflix. Oh, der Hund. Alles gut. Nein, das ist kein Thema. Und die andere, die Silke, die war immer auf dem Balkon. Die ist hat kein Sofa und Fernsehen war da raus. Die ist auf dem Balkon mit einem Buch. Ja, das ist, also bei mir war das Sofa auch kein Ding, deswegen war dann die ersten paar Wochen das Sofa bei mir auch, da bin ich dann abends, habe ich mich hingelegt. Am besten immer noch gleich den Schlafanzug anziehen, damit es möglichst unbequem ist, auch zum Laden zu gehen. Also das war dann noch so das Okay, nächste, das wirklich schon so, schon richtig bettfertig zu machen. ja. Also der wirkliche Druck, zum Laden zu gehen, der hat auch schnell nachgelassen. Also bei mir hat, ich Perfekt. war auch wirklich schnell dann so in der rosa Wolke und fand das ganz Ja, toll ja, ja. und war total begeistert und habe dann nach 6 Wochen ganz begeistert meiner Mama davon erzählt, was sich alles verbessert hat und wie toll es mir geht. Und kurz danach hat sie dann auch aufgehört mit dem Alkohol. Mega. Das war auch total Ja, schön. wie hast du, wie ist das gekommen, dass sie auch aufgehört hat? Was ist? Ja, wir beide waren immer so ein bisschen so Trinkkumpaninnen im Stillen. Also wir haben da nicht so drüber geredet, aber wir hatten beide so unsere Probleme mit dem Alkohol, nenne ich es mal so. Ja. Und so richtig ausgesprochen haben wir das nie, aber ich wusste eigentlich, also ich wusste irgendwie immer, naja, wenn es mir nicht gut geht damit, dann geht es ihr ja vielleicht auch nicht gut damit. So den Gedanken hatte ich. Und dann war ich, nachdem ich 6 Wochen nüchtern war, war ich zu Hause zu Besuch und habe das mal mit ihr angesprochen. Also habe ihr erzählt, wie es mir halt, dass ich aufgehört habe zu trinken und dass sich ganz viel verbessert hat und dass das ganz toll war und dass ich da ein ganz tolles Buch gelesen habe. Und das habe ich ihr dann am nächsten Tag mit der Post geschickt. Und sie fand es Ah. auch toll, so sagen wir es so. Super. Ah, das Ja, ist ja das war ganz schön. schön. Ja, seitdem sind wir so ein bisschen so ein kleiner Buchclub geworden und schicken uns immer mal wieder irgendwelche Podcasts zu dem Thema oder falls wir ein Buch gelesen haben zu dem Thema oder so. Das ist ganz schön. Das hat sich Also so ganz ein schön bisschen so entwickelt. Sober Buddies auch dann, ne? Ja, doch. Cool. Wo wohnt deine Mama? Wo wohnt die? Die wohnen in der Nähe von Stuttgart. Ah, okay. Ja. Aber find ich ja toll, dass sie da so mitgemacht hat. Wahrscheinlich hat Ja. sie ja So so ist. mein. Solidarisch hat mein Papa dann nachgezogen und trinkt jetzt auch nicht mehr. Wobei der hat ein sehr unkompliziertes Verhältnis zum Alkohol. Ja, mega. Aber Toll. von daher ist sowas wie ja, so feiern zu Hause, essen zu Hause, Weihnachten, Silvester etc. ist für mich überhaupt kein Problem, weil da trinkt sowieso fast keiner mehr. Also für mich ist das sowieso kein Problem. Also Nee. das wäre jetzt auch kein Problem. Die sollten alle da trinken, wenn sie wollen. Aber so ist es natürlich, ist ja optimal toll. Ja, das ist ganz schön. Doch, da bin ich auch ganz zufrieden. Ja, und dann, ich hatte dann danach eigentlich, es wurde eigentlich alles nur noch besser. Also ich habe viel gelesen, da hieß es dann immer, ja, und da musst du, wenn du aufgehört hast zu trinken, da musst du, das ist ja nur der Anfang, das Aufhören. Danach musst du ja noch da dran arbeiten und hier dran und dann passiert ja noch das und so weiter und so weiter. Und am Anfang habe ich gedacht, ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr, über irgendwas anderes Gedanken zu machen. Ich versuche gerade einfach nur den Abend nicht zu trinken. Ne? Also das war wirklich, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Ich hatte am Anfang keine anderen Kapazitäten. Und dann so nach ein paar Wochen und Monaten merke ich so, ui, ja doch, ich glaube, ich habe ein bisschen Kapazität, mich mal auseinanderzusetzen mit meinen Gefühlen oder etc. Ne? Ich weiß es nicht mehr. Also ich merkte nur, ich war wie erleichtert, dass dieser Stressfaktor, wann kann ich trinken, also der war weg. Der war für mich, den gab es nicht mehr. Und das war für mich die größte Erleichterung. Ja, total, ne? Ja. Ja, ich hab wirklich dann so gemerkt, so, also die ersten paar Wochen, da war ich schon noch sehr konzentriert einfach auf dieses aktive Nicht-Trinken und auf, ich muss mich vorbereiten auf jegliche Situation, in denen ich anfange, also in denen ich eventuell trinken könnte. Also Könnte. es ist jetzt alles irgendwie nicht so eingetroffen, wie ich mich darauf vorbereitet habe, aber ich habe mir dann Ausreden zurechtgelegt, was ich gleich sagen kann, falls mich jemand fragt, ob ich trinken will und so weiter. Und ich meine, dann war sowieso Lockdown nach Lockdown. Also so viele Gelegenheiten hatte ich jetzt sowieso nicht. Ich war so geflasht, ich war, glaube ich, so, ich schwebte, ich habe ja im April aufgehört und dann im Sommer war ja mal kurz kein Lockdown, aber ich schwebte wie auf der Wolke. Ich war auf der Wolke. Ich war so sicher und also dass ich, ja.
Ja, ich hatte noch so, ich fand die Zeit davor, die war so schrecklich gewesen. Deswegen hatte ich noch so Angst, dass doch irgendwas kommen könnte. Und so im Kopf habe ich wie so eine Checkliste geführt, so, erster Streit mit Person XY, ha, nicht getrunken. Und Super, aber super. Das finde ich gut. Ich meine, da ist ja auch jeder anders. Jede Geschichte ist ja auch anders. Ich war da vielleicht überheblich und hatte vielleicht mega Glück, dass es so vielleicht war. Ja, ich meine, ich denke, du warst Ja. dir einfach auch sicher, ne? Also Ich habe es ich habe gespürt. mir, Ich habe ja, es ich habe mir gespürt. Ich nicht habe es so, diesmal gespürt, ja. das geht. Ja. Ich habe das, ich hatte, ich war mir schon auch relativ sicher. Ich hatte nur noch so Angst davor, dass ich doch wieder zurück muss, weil ich weiß nicht. Also nochmal möchte ich das jetzt auch nicht durchmachen. Also ich meine, das wurde dann schon relativ schnell besser, aber ich muss jetzt echt nicht nochmal. Ja, kann ich Das ist es verstehen. nicht wert. Aber ja, und dann wird, aber dadurch, dass dann so ein bisschen die viele Zeit, die man damit verbracht hat, mit sich selber und dem Alkohol auszuhandeln, wie viel nicht, jetzt ja, jetzt nein und nur ein Glas und nach 18 Uhr und so weiter, dadurch, dass das dann alles weggefallen ist, hatte ich dann auch wirklich Zeit, mal zum Arzt zu gehen und meine Blutwerte checken zu lassen, was ich schon viel zu lange nicht gemacht habe. Ich hatte Zeit, mal einen Zahnarzttermin zu machen. Ich hatte Kapazität, um eine ADHS-Diagnose zu bekommen, um Ja. erstmal zu merken, vielleicht habe ich ADHS und dann die Diagnose zu bekommen. So. Und diese ganzen Sachen auch zu lernen, dass man Emotionen, dass die in Ordnung sind und dass die auch mal negativ sind, aber dass man da auch wieder rauskommt, sowas. Ne? Also ich habe davor, wusste ich nicht, wie ich mit meinen Emotionen umgehen soll. Wenn ich verzweifelt war, wenn ich überfordert war, dann habe ich getrunken. Die Ja. Option habe ich jetzt nicht mehr. Die will ich jetzt nicht mehr haben. Das heißt, wenn ich verzweifelt bin und wenn ich überfordert bin, dann muss ich jetzt andere Strategien lernen, um damit klarzukommen. Und das ist dann so nach und nach gekommen. So, Ja. da arbeite ich auch immer noch dran und das ist total schön, weil ich jetzt auch die Zeit und Energie und Kapazität dazu habe, das zu machen, ne? Was vorher gar nicht möglich gewesen Ja, wäre. und das finde ich auch toll, ne? Also man nimmt das ja jetzt auch ganz anders wahr, ne? Weil vorher hat man sich ja zugenebelt, hat nichts mehr gemerkt und am anderen Morgen ist man aufgestanden und die Probleme waren ja immer noch da. Ne? Du warst Ja, immer noch nicht genau. beim Arzt, du hast, Ja. ne, hast es weiter verschoben und Ja, jetzt ist man hat ja viel mehr Zeit auch, ne? ich musste auch immer daran denken, ist auch gar nicht wichtig, was es war, aber vor ein paar Wochen hat meine Mama mich morgens angerufen, hat gemeint, ach du, gestern Abend, da war die und die stressige Situation und Konflikt und so weiter. Und den ersten Gedanken, den sie heute Morgen hatte, war, oh Gott sei Dank trinke ich nicht mehr. Das wäre ja total eskaliert, würde ich noch Alkohol trinken. Und dann, und so, also sie war, das, der erste Gedanke, den sie hatte, war, wie erleichtert sie ist, dass sie jetzt viel besser mit so Situationen umgehen kann ohne Alkohol. Und das fand ich so schön, weil das ist wirklich auch die Erkenntnis, die ich hatte, so alles ist einfacher ohne Alkohol. Ja. Also jegliche Situation, in denen einem suggeriert wird, auch vom Marketing, von der Gesellschaft, von allem, dass man dafür Alkohol braucht, um das besser zu überstehen. Ich glaube, man kann ohne Alkohol immer bessere Entscheidungen treffen und ist am nächsten Tag nicht verkatert und weiß, was man noch gemacht hat, was man gesagt hat. Ja. Das ist die Also, größte Lüge. Das ist die größte Lüge, dass der Alkohol in irgendeiner Situation hilft. ja, das sehe Ja. ich auch so. Der hilft überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ne? Also da habe ich auch oft dran gedacht, wenn ich so Situationen hatte, auch meinetwegen mal Streit hier, Streit da oder Auseinandersetzung, dass ich das wäre, da habe ich dann gedacht, ach ja, jetzt hättest du bestimmt schon ein Fläschchen, eine Flasche Wein getrunken. Ne? Ja, So. ja. Aha. Und nicht mal unbedingt nur bei negativen Situationen, auch wenn man jetzt irgendwie nervös ist, weil man am Abend ein Podcastgespräch hat. Man weiß es nicht. Brauchst du Also nicht. als ein Beispiel, was jetzt überhaupt nichts mit unserem Gespräch zu tun hat. Ja. Und ich bin schnell nervös vor solchen Sachen oder auch wenn ich überhaupt mit fremden Leuten spreche oder sowas. Aber ich weiß mittlerweile, ja, da bist du davor nervös. Na, und dann fängst du an zu sprechen und dann geht es dir ja gut, dann ist ja alles schön. Ja. Und das ist auch was ich lernen musste irgendwie. So Nervosität ist in Ordnung. Da musst du davor nicht einen Sekt trinken, damit du nicht mehr nervös bist. Das Ja. hat die Annie Grace auch gesagt. Die hat dann auch immer bei den, wenn sie Auftritte hatte, dann hat sie auch vorher Wein oder Sekt getrunken. Und
dann steigerte sich dann ihr Konsum und irgendwann hat dann auch irgendjemand mal zu ihr gesagt, du, wenn du so weitermachst, du bist nicht mehr so gut. Ne? Und ich meine, sie hat ja dann aufgehört, aber ja, sie hat dann auch, das wurde dann auch zur Routine, ne? Zur Gewohnheit. Ne? Ja, Ja. und das passiert ja so im Hintergrund. Und da sind ja auch, es ist ja auch wenig Warnzeichen, es sind ja wenig Warnzeichen um einen herum. Also alles, was ich sehe an Alkohol, ist Werbung dafür und nicht dagegen. Ne? Schrecklich, schrecklich. Ja, wir wollten ja vielleicht nochmal über das Thema Verschenken reden. Das hattest du ja auch in Oh deinem ja. Blog, hattest du Ja. so einen schönen Blogpost geschrieben. Und da habe ich halt auch nochmal drüber nachgedacht. Ah, also ich verschenke seit dem 8. April 2020 keinen Alkohol mehr. Super. Bin Nein. ich Bist du ganz bei das mir, kann ne? ich 100% unterschreiben, so geht mir das auch. Ja, Also ja. noch nicht mit dem 8. April, aber ja, Ja, mit ist dem egal. Gedanken, naja. Ja, es gibt tausend Gründe, keinen Alkohol zu verschenken. Also erstmal, Alkohol war mir selber kein guter Freund. Ja, warum soll ich das überhaupt jemand anders verschenken? Das ist Ich so habe ein da ein bisschen so die schlechtes eine Sache. Gewissen. Ich habe da ein schlechtes Gewissen, wenn ich das mache. Ich denke mir vor allem, also so ein Grund, weshalb ich da das erste Mal überhaupt drüber nachgedacht habe, war, da waren wir im Homeoffice und wir haben von einem Kooperationspartner von uns, hat unsere Firma so ein Geschenkekorb sozusagen geschenkt bekommen. Ne? Ja. Dadurch, dass wir alle nicht im Büro waren, wurde der zu mir nach Hause geschickt. Zu dem Zeitpunkt da war ich 1, 2 Monate nüchtern ungefähr. Also da war ich aber schon recht gefestigt so in meinem Nüchternsein. Ne? Und ich mach das Paket auf und da sind verschiedene Snacks drin und eine Flasche Wein. Und in meinem Kopf war der Gedanke, hätte ich die Flasche Wein vor einem Monat bekommen, hätte das mein Rückfall sein können. Und das war. Ich habe dann auch, also ich war in dem Moment so sauer über dieses Geschenk, also einfach nur, weil ich wusste, das wäre vor einem Monat gefährlich gewesen für mich, ne? Oder vor 1,5 Monaten oder Ja, so. klar, Aber ja. ich war so sauer auf dieses Geschenk, dass ich den Wein sofort genommen habe und in den Müll geworfen habe. So die Flasche, so wie sie war. Ich meine, ist schade um, nee, ist überhaupt nicht schade, es ist Alkohol. Es ist mir nicht mal, ich finde, es ist mir überhaupt nicht schade darum, um ehrlich zu sein. Ja, das muss man auch Aber wirklich so sehen, ne? Ja. so, das ist mir aufgefallen. Also auch wenn ich mit anderen Leuten geredet habe, die dann auch nüchtern sind, die sich schwer tun, den Alkohol wegzuschütten. Ja, aber das ist doch eine teure Flasche Wein gewesen. Ja, Das na ist und? Gift. Also erstmal, wie teuer der Wein ist oder nicht, das ist ein Konstrukt von unserer Gesellschaft, die da halt dann Preis da dran geklebt hat, ja. Aber das ist jetzt trotzdem nur vergorener Traubensaft. Also es ist also Das ist Gift, letztlich, ne? Das ne? ist Ja. Ethanol. Das Das, ist ja. Und das war so der erste Moment, wo ich so gedacht habe, so, also warum verschenken wir denn sowas? Und ich habe das auch bei uns in der Firma, also ich bin zuständig für die Geschenke, die wir verschenken und bei uns gibt es keine Alkoholgeschenke mehr. Also super. das Ja. da, und ich plädiere da auch bei jedem dazu, das genauso zu machen, weil man nie weiß, wie die andere Person steht zum Alkohol. Ich habe jahrelang problematisch getrunken. Bei mir hätte das jahrelang niemand geglaubt und ich habe auch Weingeschenke bekommen. Es ist ja auch in Ordnung. Ich habe es ja wirklich gut versteckt. Und ich wollte das ja auch verstecken. Und ich kann nicht sehen, ob die andere Person das genauso vor mir versteckt wie, ne? Also meistens kennt man ja, also nicht immer kennt man die Person ja auch so gut, dass man wissen kann, wie das Verhältnis von ihnen zum Alkohol ist. Und allein deshalb würde ich das nicht schenken, weil ich möchte nicht verantwortlich sein für einen eventuellen Rückfall von jemandem. Ja, ich mache das auch nicht mehr. Ja, Also, das ist ja, außerdem ist es jetzt auch nicht das innovativste Geschenk. Also wollte ich gerade sagen. Also, da fällt uns doch was Originelleres ein. ja. Und Das, ich denke. ich kann das jetzt auch nicht als Coach, kann ich jetzt keinen Alkohol verschenken. Also, wie geht's noch? Dann sagen die auch, finde den Fehler. Ne? Also, Ja, klar. meine Tochter hatte letztens gesagt, ich muss noch arbeiten, kannst du mir eventuell noch ein, ich bin aber, wir sehen uns nicht so oft, ich bin nachher noch auf einer Party, kannst du mir vielleicht noch einen Wein mitbringen? Und dann habe ich natürlich, ist er erst gesagt, natürlich bringe ich dir den nicht mit, es geht gar nicht, ne? Bisschen so, dann habe ich gesagt, ja gut, sie weiß, was ich mache, und dann, ich habe ihr den Wein gekauft, aber, ja, aber, genau, ne? Ja, es hat trotzdem immer so ein, wie Ja, Schwabe genau. sagt, so ein Geschmäckle, ne? Geschmäckle, genau, Ja. ja.
Ich habe es Ja. damit, ich habe es getan, damit sie Zeit spart, weil sie hätte es sonst nicht geschafft. Ja. Ja, Ja. man, ich meine, also das ist ja auch mit damit zu sagen, ich möchte keinen Wein verschenken, möchte ich ja auch niemandem seinen Wein, seinen Alkoholkonsum. Unterstützen, ne? Also Ja, ich oder? möchte ihn weder unterstützen, noch möchte ich der Person vorschreiben, was sie machen soll. Aber das ist einfach eine Entscheidung für mich, dass ich das nicht verschenken möchte. Die Person Ja, kann ja ja. trotzdem Wein trinken oder Alkohol trinken. Ich habe das jetzt auch bei den wenigen Grillfeiern, die ich gemacht habe, diesen Sommer, habe ich das auch so gemacht. Bei mir gab es Fassbrause und alkoholfreies Bier. Und wenn die Person, wenn eine Person Alkohol hätte haben wollen, hätte sie den gerne mitbringen können. Das ist auch eine gute Idee. Das habe ich nämlich auch vor. Ich habe dir ja vorhin erzählt, ich habe noch Wein, ist glaube ich noch da. Der ist aber jetzt nicht im Kühlschrank. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, er möchte Wein trinken, dann würde ich den kalt stellen. Wenn irgendwann der Vorrat aufgebraucht ist, dann müssten sich die Personen das mitbringen. Ja, Ja, also ja. und ich habe das jetzt sogar, also ich habe hier auch meine Arbeitskollegen eingeladen, die wissen jetzt auch nicht, also die wissen jetzt nicht von meinem problematischen Verhältnis zum Alkohol. Die wissen, dass ich gerade keinen Alkohol trinke, aber weiter habe ich das auch nicht ausgeführt. Und die waren hier auch eingeladen und da hat jetzt auch keiner den Alkohol vermisst. Also beziehungsweise sagen wir mal so, wenn die Person es vermisst hat, um ehrlich zu sein, dann würde ich mir Gedanken machen anstelle der Person und dann ist es auch nicht mein Problem, weil ich muss nicht, also man muss ja nicht jeden Abend trinken dürfen und dann ist halt mein Abend der Abend, an dem die Person nicht trinkt. So. Und Genau. wenn es da ein Problem damit gibt, dann ja, dann weiß ich nicht, dann tut mir das leid für die Person und dann hoffe ich, dass sie das auch irgendwann merkt, dass da ein Problem ist. Also wie gesagt, das hatten wir jetzt auch noch nicht. Also wir hatten einmal noch Besuch, ja, die haben dann Wein getrunken und dann haben sie die angebrochene Flasche auch gleich mitgenommen. Ich sage, könnt ihr gleich mitnehmen. Ja, ist doch super. Aber ich denke auch, da muss man sich gar nicht so viele Gedanken machen. Ich glaube, man macht sich so viele Gedanken, weil man selber halt ein problematisches Verhältnis damit hatte. Also, oder zumindest habe ich so das Gefühl, das war bei mir so, na, natürlich mache ich mir dann Gedanken, ach, was sollen dann die Leute denken und so weiter, weil ich die Person gewesen wäre, die zu der Party gekommen wäre und gedacht hätte, hä, gar kein Alkohol? Ja gut, das hätte ich mir da gar nicht erst hingegangen. Ich hätte was mit. Ich hätte gesagt, es gibt Oh, nichts. Das ist, ja. ich habe mir auch lange auf Feiern also ich habe Alkohol verschenkt, damit ich wusste, okay, es ist wenigstens so viel Alkohol da, wie ich haben möchte Ja. an dem Krass, ne? Abend. Wahnsinn. Also Ja. das habe ich auch teilweise gemacht und dann Das kenne oft ich auch die auch. eigene Flasche aufgemacht, so ungefähr, ne? In Spanien auch. Wir haben also das Mitbringsel war immer Wein, immer, immer Wein. Ja, Ja. ja. Also ich denke, da gibt es auf jeden Fall innovativere Geschenkideen. Und ja, hier zu Hause, ich habe hier keinen Alkohol. Ich habe aber auch kein Problem, in einem Haushalt zu sein, in dem Alkohol vorhanden ist. Also da bin ich drüber hinweg. Also das Ja, ist in auch im Ordnung. Supermarkt. Ich kann da auch vorbeigehen und kann Ja. auch mal hinblinzeln und Ja. sagen, okay, ja, du und ich, wir sind jetzt nicht mehr befreundet. Ja, ich habe Also. manchmal ärgere ich mich dann im Supermarkt eher. Also worüber ich mich wirklich ärgere, sind diese kleinen Wodka-Fläschchen und so weiter, die Immer an der an der Kasse Kasse, ne? stehen, Ganz schlimm, ja. wo ich mir Ja. denke, also das ist, also dass man das als Gesellschaft so da stehen lassen kann, Ja. weil das ist doch wirklich, also das ist so die Bettelware, also die Bettelware von den Kindern, ne? Die Süßigkeit, die Bettelware für den Alkoholiker, wenn man das so sehen will, ne? Also ich finde das ganz schrecklich. Also das ist wirklich nur aus einem Grund da. Und zwar, um den Leuten noch im letzten Moment den Willen zu brechen, so. Ja, oder so schnell, ne, damit die anderen das nicht sehen, ne, damit man das nicht Damit man, damit nicht noch vielleicht das nicht. Regal aufgeschlossen werden muss oder sowas, ne? Ja, Teilweise ist das ja also das auch. finde ich auch ganz, also das tut mir immer richtig weh, wenn ich da, Ja. ja. Also da habe ich überhaupt kein Bedürfnis danach oder so, ne? Aber ich denke mir einfach, da läuft was falsch. Also. Ich habe das, glaube ich, in einem Post mal erzählt. Ich war auf dem Weg nach Brandenburg und war in Hannover noch bei Rossmann und habe noch schnell was gekauft, ein paar Nüsse und stand dann auch so an der Kasse und da gab es auch diese kleinen Schnapsfläschchen. Und es gab aber auch noch das Regal daneben mit den Literflaschen. Und ich drehe und habe noch so gedacht, ja, das ist so schrecklich, dass das überhaupt noch existiert. Und wer mag denn. Ich habe aber noch nie jemanden gesehen, der da reingegriffen hat vor mir. Weder vor mir noch hinter mir, noch nie. Aber in dem Moment, wo ich mich umschaute, griff eine Frau
da rein. Und dann hat sie überlegt, nehme ich zwei kleine oder nehme ich, dann hat sie dann doch die große genommen, die Literflasche Wodka. Und sie hatte ein Kind mit einem Schulturnister, ja, wie alt mag das Kind gewesen sein? So 8. Ich habe gedacht, kauft sie jetzt die Flasche für sich? Kauft sie die vielleicht für ihre Eltern? Für wen kauft sie die Flasche? Ja, Ich war wie ja. versteinert. Ich war so geschockt. Ich habe so getan, als wenn ich es nicht gesehen habe. Also ich glaube, sie hat gesehen, dass ich sie gesehen habe. Und ich habe, es ist mir so, Ja, das ja, ist unter ganz, die das Haut ist, gegangen. ja. Ja, das ist ja auch Mittags, so. das war in der Mittag. Also ja gut, die Tageszeit spielt ja auch keine Rolle. Das war mittags, ne? Ja, aber das sind genauso Situationen, ne? Also ich weiß nicht, ob mir die vorher bewusst geworden sind. Ich glaube, wenn man dann, das ist so die ersten paar Monate ohne Alkohol, ist mir sowieso alles aufgefallen, wie schrecklich Alkohol in unserer Gesellschaft verknüpft ist Ja. und so weiter. Also ich muss auch sagen, mir hat es auch total geholfen, da wirklich sehr aktivistisch ranzugehen an die ganze Sache mit dem Nüchternsein und das auch wirklich abzufeiern und auch wirklich mich dahinter zu setzen. Und deswegen habe ich auch dann angefangen, die Blogposts zu schreiben und auch bei Instagram zu schreiben und so weiter, weil ich einfach gedacht habe, so, also mir hat es immer geholfen, so ein bisschen so diese Rebellion so Bin ich auch. mitzureiten. Also ich bin auch, meine Tochter sagt zwar manchmal auch, Mama, du bist da zu extrem. Und dann sage ich auch immer, ja, aber das, ja, heißt das jetzt auch ein bisschen mein Job, und B, es ist einfach. Es muss auch was passieren. Es kann, und es kann nur was passieren, wenn wir rebellisch sind, ne? Ja, und ich finde auch, dass, also wie ich im Alkohol auch so ganz oder gar nicht war, Ja. Ja, es geht nicht. Was bin hat ich der eine das, gesagt? Es ja. geht nicht. Bisschen schwanger geht nicht, ne? Also. Nee, ja, da bin ich das jetzt auch. Und das finde ich auch schön. Ja, also ich habe auch nie die Leute verstanden, die halt einfach mal so an einem Glas nippen und das nicht mal leer trinken an einem Abend. Also das. Nee, die habe ich auch nicht verstanden. Die waren mir suspekt. Die waren mir wirklich Ja, suspekt. gut, die hatten ein Problem weniger, ne? Also ich habe auch eine Nachbarin in Spanien. Ich habe immer damals gedacht, warum, die trank nur, nein, die trank keinen Alkohol, die trank immer nur Kaffee oder Limo. Und ich habe gedacht, was ist mit der denn los? Was ist denn da falsch, ne? Ja. Ja, also das, ja. Und ich habe einen Freund, ich muss mal gucken, ob ich den vielleicht auch nochmal für einen Podcast aktiviere. Wir haben leider den Kontakt verloren. Aber ich weiß, er hat einen Bruder gehabt, der ein Riesenalkoholproblem hatte. Das ist aber jetzt gefühlt, würde ich mal sagen, so 15 Jahre her. Und ich weiß, der hat auch immer ganz gerne Bierchen getrunken. Und ich war mit seiner Frau auch sehr gut befreundet. Und wir haben auch immer vor allen Dingen zusammen Sekt getrunken. Und irgendwann hat er auch, ich sage jetzt immer den Namen nicht, hat er aufgehört zu trinken. Und wir haben beide dann über ihn, also sie dann über ihren Mann auch, ja, was ist mit dem? Spaßbremse, und wir trinken unseren Sekt weiter. Und ich konnte das nicht verstehen. Er hat einfach gesagt, ich trinke nicht mehr. Wirklich von einem Tag auf den anderen. Ich trinke nicht mehr und ich will das nicht mehr. Vielleicht war das auch, weil er gesehen hat, wie schlecht es seinem Bruder ging, dass er gesagt hat, ich muss jetzt ihm vielleicht nochmal ein Vorbild sein. Ich habe es nie erfahren. Also ich habe echt überlegt, ich werde ihn mal anschreiben, und ja, vielleicht hat er Lust, darüber zu reden, weil ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe gedacht, wie kann der ohne Alkohol leben? Wie soll das gehen? Ja, also ich muss auch sagen, wir waren auch Leute, die wenig oder gar nicht getrunken haben, irgendwie suspekt. Also ich Klar. konnte, ich meine, klar, es ist ja, man merkt es jetzt ja auch selber. Also ich merke das auch, wenn ich dann Leuten sage, nö, ich trinke keinen Alkohol oder so, dann wird man schon auch mal irgendwie kurz beäugt. Man setzt halt den Leuten den Spiegel vor, ne? Und Ja, also, auf. wo, also will ich gar nicht. Also von mir aus kann jeder machen, was er will, ne? Aber ich glaube, das ist so, das war zumindest früher bei mir so. Also die Leute, die nicht getrunken haben, die waren mir auch suspekt, weil die halt mir nochmal gezeigt haben, wie viel ich eigentlich Ja, trinke. natürlich, mit denen wollte ich auch dann nicht unbedingt, wenn ich jetzt hier unterwegs war im Layover, wollte ich mit denen nichts unternehmen. Ne? Weil vor allen Dingen, die hatten ja gar kein Interesse, irgendwo Wein trinken. Und ich musste ja gucken, dass ich irgendwo, wenn ich im Tag eine Exkursion gemacht habe, ich musste ja schauen, ob irgendwo noch eine Bar oder eine Kneipe ist, wo ich noch was trinken kann. Ja, das war bei mir auch. Also ich hatte dann, ich habe dann auch noch den Supermarkt, der ist nur 100 Meter von mir entfernt. Das war, und wenn der dann zu hatte, gab es noch die Tankstelle, die ist auch nicht viel weiter entfernt. Also ich habe mir schon meine, und als ich noch getrunken habe, wenn dann die beiden Sachen zu waren und ich dann, also wenn ich schon durchgehalten hatte bis, was weiß ich, 9:30 oder so, ne? Naja, dann kannst du ja immer noch beim Lieferservice bestellen und bestellst da dann eine Flasche Wein zum Essen mit dazu.
Ah, das habe ich noch nie gemacht. Oh, das war, das, ja, das also, ja. Das ist da war ich, da war das ich ist mir richtig, jetzt neu, nee. Da war ich richtig innovativ. Aber ich war ja dann, also ich habe ja dann immer versucht, das durchzuhalten zum Schluss, ne? Und dann, naja, so auf dem letzten Drücker hat es dann nicht immer geklappt. Aber dafür jetzt umso besser. Ja, ich hatte immer auf Vorrat. Also das war wie früher die Zigaretten. Also ich hatte keinen Abend, wo ich nicht wusste, dass genug da war. Das hätte die Sachen auch sehr viel unkomplizierter gemacht, aber ich habe bei mir öfter die Erfahrung gemacht, also ich musste am nächsten Tag immer noch zur Arbeit nach dem Trinken und ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, wenn ich zu viel Alkohol da hatte, dann habe ich manchmal auch zu viel getrunken, also ja. Und dann war natürlich der nächste Morgen noch viel schwieriger. Ja, das ging. Also ich habe dann wirklich auch so ein Limit dann gehabt, aber wie gesagt, nee, es war bei mir immer kistenweise. Es war immer genug Vorrat da und Lieferservice brauchte ich da nicht. Aber gut, das ist doch jeder anders. Ja, aber das ist doch spannend, wie man so auch so verschiedene so Trinkertypen auch hat. Aber ich sehe noch die an der Kasse jetzt hier bei Aldi in Mainz, wo ich gewohnt habe. Ach, gibt es wieder eine Party bei Ihnen? Ich so, genau, ja, wenn Sie wüssten. Hast du das auch irgendwann mal? Hast du das auch irgendwann mal angefangen, dass du dann zu verschiedenen Läden gegangen bist? Nein, das habe ich nicht gemacht. Nein. Nee? Ich war da ganz schmerzfrei. Ich bin immer zu dem gleichen. Kann mich auch an die Verkäuferin, da jetzt an die Kassiererin nicht erinnern, ob das die gleiche war oder nicht. Also die Sprüche kamen ab und zu mal und der ein oder andere Nachbar hat mich dann auch schon mal da gesehen. Ja, ich hatte ja sonst nur gesunde Sachen auf dem Band. Also die Kiste war einfach nicht so schlimm. Das ist damit ausgeglichen. Genau, damit ausgeglichen. Viel Obst und Gemüse, aber die ich, Kiste. Ja. Ich habe das dann teilweise schon so ein bisschen versucht. Also zum Schluss hin habe ich das echt versucht, dann auch zu verschiedenen Läden. Aber gut, ich wohne hier auch auf dem Dorf und ich kenne wirklich auch meine Kassierer vorne. Ne? Also man kennt sich vom Sehen so. Ja, und dann bin ich dann doch schon mal auf dem Weg nach Hause, dann nochmal zum anderen Supermarkt oder so. Also zumindest zum Schluss hin dann. Also da habe ich wirklich so alle Klassiker mitgenommen an. Kenne ich jetzt. Also da geht die Tendenz hin. Also die meisten haben das auch so gemacht, wie die jetzt, mit denen ich so gesprochen habe. Ja. Und was so absurd ist, ne, weil ich habe mich ja so allein gefühlt zu dem Zeitpunkt. Ich meine, natürlich, also logischerweise muss es ja noch andere Leute geben, die gleichen Probleme haben. Aber ich habe mich so allein gefühlt und das ist das umso Schönere, jetzt dann so im Nüchternsein zu merken, ich bin viel weniger allein, ich habe viel mehr Kontakt mit Menschen, ich habe ganz viele tolle Leute über die Sober-Community kennengelernt. Ja, ich auch. Also es ist fantastisch. Also ich war auch wahrscheinlich viel allein in Mainz, ja. 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 Und die Gespräche waren natürlich auch nicht toll, weil nach dem dritten Glas Wein, worüber redet man, ja. Da ist nicht mehr so viel. Ja, also während man trinkt, dann fällt einem das ja nicht so auf, aber wenn man jetzt nüchtern ist und dann die andere Person viel kreativer, ich mache viel mehr Sachen. Ja, ich habe auch viel mehr Energie, ich bin auch, du hast recht, ich bin auch viel kreativer geworden. Ich habe viel mehr Energie, auch kreative Sachen zu machen. Also meine Kollegen, die schütteln schon teilweise den Kopf, wenn ich dann irgendwie vom Wochenende erzähle und dann das 15. Hobby auf einmal kommt. So, ja, ich habe jetzt neulich Badeöl selber gemacht. Was machst du denn noch alles? Ja, super, aber das ist doch toll. Ja, das ist doch toll. Ja, das ist total schön, also dass man da auch die Energie wieder dafür hat und ich habe auch ich habe auch viel mehr Kontakt zu anderen Leuten. Ich treffe auch viel mehr Leute, ich bin viel aktiver. Ja, also es ist genau das Gegenteil eingetreten von den Ängsten, die ich davor hatte. Ich habe viel mehr Freiheiten. Und das Allerschönste eigentlich für mich ist, ich kann mir wieder selber vertrauen. Das ist so ein tolles Gefühl. Nach Jahren, in denen ich eigentlich mich selber jeden Morgen verflucht habe und dann verzweifelt am Abend noch das erste Glas Wein getrunken habe und jetzt auf einmal ist es so, ich stehe morgens auf und dann bin ich da. Und dann gehe ich abends schlafen und dann bin ich da. So, es ist ein unbeschreibliches ein Gefühl, das ist unfassbar schön. Ja, ist wie so ein verzerrtes Bild, was jetzt irgendwie so wieder aufeinander passt. Ne? Und wieder ich habe es einfach nur nicht verstanden, warum ich, also bei mir war das so, dass den Alkohol verstehen und dann konnte ich den auch loslassen. Ja. Weil die Ursache. In dem Moment, wenn ich den nicht mehr trinke, habe ich das Problem nicht mehr. Ja, bei mir war auch, also ich habe mich, glaube ich, auch schon, als ich noch getrunken habe, war ich schon so ein Mensch, so ich reflektiere mich gerne und ich versuche schon so hinter alles zu kommen und sowas, also generell bei allen Sachen, ich bin da ganz neugierig und so und das hat mir dann eben auch geholfen, so diesen Fokus zu haben im Nüchternwerden, ne? Weil dann konsumiert man halt wirklich alles, ich muss echt sagen, also so
banal das auch klingt, dieser Spruch, aber Wissen ist Macht. Also Ja, man muss ja, es ja. wirklich mal hinterschauen, was da dahinter steckt. Und dann kann man seine Motivation dahinter finden. Bei mir war das auch dieser Rebellionsgedanke, der war bei mir einfach auch groß, weil das ist noch so das, was von meinem Punk-Sein noch zurückgeblieben Ja, ist. klar. Ja. Und nee, ihr könnt mich jetzt mal, ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit. Genau, ich steige aus. Ich steige aus. Ihr könnt mich jetzt nicht mehr verarschen, sorry. Ich habe es jetzt verstanden, ne? Ja. Und das hat mir total geholfen. Also Ja, ich mir glaube, auch. das ist auch auf jeden Fall sehr hilfreich. Das ist vielleicht nicht für jeden das, was alleine ausreicht. Ich denke, es ist sowieso so ein bisschen so das Nüchternwerden und es ist sowieso du hast so ein IKEA-Bausatz und man weiß nicht so genau, der eine baut einen Schrank auf und der andere baut ein Sofa auf und der nächste, ich weiß nicht was. Also, aber alle brauchen eben diese Anleitung und die muss man sich erstmal zusammensuchen, was denn die richtige Anleitung ist für das Möbelstück, was man aufbauen will, sozusagen, oder für die eigene Nüchternheit so. Das ist gut. Oder das Beispiel, man nennt sich eine Patchwork-Decke. Weil Ach jeder, ne, das fand ich auch mal, hatte ja, mir auch das mal finde ich jemand auch ein gesagt. tolles Beispiel, Also jeder, für jeden ist es ein bisschen anders, weil die Geschichte auch anders ist. Und jeder pflückt sich das eine Teil, ne, die Teile zusammen, näht sich die Decke so, wie er die braucht. Ja, das finde ich, das ist auch, also das ist natürlich für jemanden, der aufhören möchte, ein bisschen so das Frustrierende, denke ich, weil es gibt halt nicht die eine Antwort und es gibt nicht Ja. den einen Weg, leider. Gleichzeitig ist das, finde ich, auch sehr spannend und ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum man da auch gerne einen Podcast dazu macht und auch gerne ganz viele verschiedene Geschichten hört, weil, also egal wie viele Geschichten ich höre, und ich habe mittlerweile wahrscheinlich schon über 100 gehört, Ich ne, in auch, verschiedenen Podcasts. ja. Ich kann aus jeder Geschichte was mitnehmen. Ich kann aus jeder Gesch in jeder Geschichte sehe ich mich irgendwie ein Stück weit wieder. Also, und wenn es nur ein kleiner Aspekt ist und ich kann bei allem was mitnehmen. Und es ist nie langweilig, weil es doch immer eine sehr Ja. private und eine sehr persönliche Sache ist, ne, bei jedem. Ja, Das finde ich total schön. wir geben den Mut weiter, dass es auf jeden Fall machbar ist, weil auch wir es geschafft haben. Ja, auf Und jeden Fall. wir Das waren ist wirklich bestimmt keine Kostverächter. Also, und Und es ist nie zu früh zum Aufhören. nie zu früh, nie zu spät, eine Und späte nie zu spät. Ankunft. Und naja, es gibt einmal eine Version, die zu spät ist, aber Ja, gut. Nee, nee. aber es ist auch nie zu früh. Also man kann auch einfach schon aufhören, bevor es ganz schlimm wird. Man muss nicht zu einem Rock Bottom kommen. Ja, einfach vorher schon mal sich Gedanken machen, deinen Blog lesen. Wo finden dich denn die Zuhörerin, bevor es jetzt in die Nacht reingeht? Nein, wo finde ich, also wo können sie dich finden? So, Bei ich Instagram bei bist du, glaube ich. Instagram, bei, genau, bei Instagram heiße ich Sober and Free. Genauso heißt mein Blog auch. Fantastisch. Da Ich werde das kommen auch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. immer mal wieder neue Sachen. Jetzt gerade hatte ich gerade ein bisschen viel zu tun. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie meine Kapazitäten sind. Aber Ja. da findet man mich auf jeden Fall. Ja, das Ja, sind eigentlich so die super. Hauptsachen. Ich bin auch bei Facebook, aber da bin ich fast gar nicht aktiv. Also das lohnt sich überhaupt nicht. Aber sowohl bei dem Blog als auch bei meinem Instagram-Account kann man mich finden und auch gerne schreiben, falls man Fragen hat oder Ja. Bedenken oder ich weiß nicht was. Also ich versuche eigentlich mir immer Zeit zu nehmen und Schön, auch das ist jedem zu schön. helfen. Ja, und du kommst ja auch zu unserer in die Rhein-Main-Community, ne? Du wohnst ja hier in, hast du gesagt, Obererlenbach, sage ich jetzt einfach mal. Also falls sich jetzt durch den Podcast auch noch jemand angesprochen fühlt hier im Gebiet Bad Homburg, Wiesbaden, Mainz. Also wir werden planen ein Treffen in Frankfurt. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch für Aschaffenburg gut zu erreichen. Und ich sage jetzt mal so, wahrscheinlich wird es Januar werden, ne? Je nachdem auch, wie es mit Corona so weitergeht. Ja, das wird man ja sowieso immer noch sehen. Aber das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da freue ich mich schon sehr Ja, drauf. du kriegst auf jeden Fall auch eine Info. Und ich sage jetzt mal ganz lieben Dank, Janina. Ganz Ich liebe danke Grüße an dir. den Hund Elvin, ne? Sie werden ausgerichtet. Ja, bitte, nee, es war sehr schön. Danke, dass du mein Gast warst. War Ja, super danke schön. dir. Ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir gefallen und konnte dich motivieren und inspirieren. Vielleicht denkst du ja darüber nach, weniger zu trinken oder sogar ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach wunderschön.
Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Jetzt weiß ich, die Freiheit ist unbezahlbar. Vielleicht möchtest du auch endlich frei sein. Hast du schon Pläne für 2022? Hättest du Lust auf einen einfach nüchtern Workshop in Hungen? Am Samstag, den 8. Januar 2022, ist es soweit. Dann starte ich meinen ersten einfach nüchtern Workshop von 10 bis 16 Uhr in Hungen. Hungen liegt circa 40 Autominuten von Frankfurt entfernt und ich freue mich auf einen wunderbaren Austausch mit dir. Die Plätze sind begrenzt, also melde dich schnell an. Wenn du Fragen dazu hast oder dich anmelden möchtest, dann schreibe mir eine E-Mail an chris@lovesober.de. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten 10 Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreibe mir einfach eine E-Mail und das E-Book kommt zu dir. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, einen Blick auf meine Webseite lovesober.de zu werfen. Dort findest du auch Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich freue mich natürlich über eine positive Bewertung. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann lass gerne ein Abo da. Vielen lieben Dank und alles, alles Liebe, deine Chris.